sind derzeit in Mose, in 2. Mose, und gucken uns gerade so die Geschichte an von der Sklaverei, wo Israel, das Volk Gottes, in der Sklaverei war, brutal versklavt worden ist. Wir haben gehört, dass Mose als ein Hebräer im Hause des Pharaos aufgewachsen ist, als Sohn quasi des Pharaos, obwohl er ein Israelit war. Wir haben in der letzten Zeit auch gehört, dass er dann irgendwann mal rausgegangen ist und nach seinen Brüdern geschaut hat, nach den anderen Hebräern, und hat dann gesehen, wie ein anderer Ägypter einen seiner Brüder sowas von verprügelt hat, dass er selbst initiativ wurde und den Ägypter prompt erschlagen hat, getötet hat, kurz gesagt, ihn dann vergraben hat. Davon hat dann der Pharao mitbekommen und hat ihn dann mit dem Tod gedroht. Und Mose daraufhin musste die Beine in die Hand nehmen und musste fliehen. Ist dann in die Wüste Midian geflohen. Und dort hat er dann 40 Jahre lang gelebt, hat da eine Frau kennengelernt, Kinder bekommen und hat Schafe gehütet, also war ein Hirte, 40 Jahre lang. Und irgendwann kam der Moment, da haben wir jetzt die letzten 2 Male von gehört, dass Gott dann plötzlich in Form eines brennenden Dornbusches sich ihm offenbart hat und ihm einen Auftrag gegeben hat, nämlich einen Auftrag, dass er das Volk Israel aus der Sklaverei befreien soll. Und so haben wir letzte Woche dann von André gehört, dass sich der Mose damit aber nicht so ganz abfinden wollte und er sich unwohl mit dieser Aufgabe gefühlt hat. Er hatte Zweifel daran, dass das Volk Israel ihm glaubt, dass er diese Autorität hat, von Gott überhaupt das Volk aus der Sklaverei zu führen. Und so hat Gott ihm 3 Zeichen mitgegeben, womit er dann dem Volk Israel seinen Auftrag beweisen sollte, dass er derjenige ist, der Auserwählte. Und so gab es, mache ich mal so 3 Sachen, wiederhole ich nochmal vielleicht, er gab einen Stab, also Gott einen Stab, dem Mose, welchen er dann auf die Erde werfen sollte. Der wurde dann zur Schlange und Mose sollte dann diesen Stab packen, diese Schlange am Schwanz packen, sodass er wieder zum Stab werden sollte. Das war ein Zeichen. Das 2. Zeichen, wenn dann das Volk nicht auf Mose hören sollte, war, dass er da seine Hand nehmen sollte und in sein Gewand stecken sollte, es rausholen sollte, diese Hand. Und dann war sie plötzlich aussätzig, also eine Krankheit. Und dann sollte er wieder die Hand reinstecken in dieses Gewand, wieder rausholen und dann war wieder alles gut. Das war das 2. Zeichen. Und das 3. Zeichen war, wenn dann immer noch das Volk nicht auf ihn hören sollte, hat dann Gott gesagt, pass mal auf, dann nimm mal das Wasser aus dem Nil und träufel das auf die Erde und dann wird das zu Blut werden. Das soll das 3. Zeichen sein. Super, dann kann schon mal das Volk Israel, hört dann auf mich, das ist dann schon mal ein Check. Aber Mose zweifelte weiter an Gott oder an den Auftrag, an sich selbst auch. Er sagt, ich kann nicht reden, ich stotter. Und wollte sich dann auch damit irgendwie für diese Aufgabe drücken. Aber Gott sagte dann, ja, pass auf, ich weiß, dass du einen ganz guten Bruder hast, der kann ganz gut reden. Und den möchte ich dann als dein Sprachrohr nutzen. Also er soll für dich kurz gesagt reden. Das ist ein Sprachrohr. Somit konnte sich Mose nicht diesem Auftrag entziehen. Und jetzt haben wir dann auch immer wieder gehört, dass Mose also diesen Mega-Auftrag hatte, aber auch wir als Christen haben einen Auftrag von Gott bekommen, nämlich ihm nachzufolgen, Jesus nachzufolgen und zweitens seinen Namen zu verkünden. Und heute wird sich dann das Thema so ein bisschen darum handeln, wie sich Mose auf diesen Auftrag, den er von Gott bekommen hat, vorbereitet. Und deswegen lasst uns mal gemeinsam 2. Mose 4, Verse 18 bis 31 aufschlagen. Macht das mal gerne. Und dann lesen wir das mal gemeinsam. Also, 2. Mose 4, 18 bis 31. Ich lese. Da ging Mose hin und kam zurück zu Jethro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm, lass mich doch gehen, zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind, und sehen, ob sie noch leben. Und Jethro sprach zu Mose, geh hin in Frieden. Und der Herr sprach zu Mose in Midian, geh nach Ägypten zurück, denn die Leute sind alle tot, die nach deinem Leben trachteten. So nahm Mose seine Frau und seine Söhne und ließ sie auf einem Esel reiten und zog wieder in das Land Ägypten. Mose nahm auch den Stab Gottes in seine Hand. Und der Herr sprach zu Mose, wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao all die Wunder tust, die ich in deine Hand gegeben habe.
Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zippora, seine Ehefrau, einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach, fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab, sie sagte aber Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Und der Herr sprach zu Aaron, geh hin, Mose entgegen in die Wüste. Da ging er hin und traf ihn am Berg Gottes und küsste ihn. Und Mose verkündete Aaron alle Worte des Herrn, der ihn gesandt hatte, auch alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. Da gingen Mose und Aaron hin und versammelten alle Ältesten der Kinder Israels. Und Aaron redete alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hatte. Und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Da glaubte das Volk, und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen habe, da neigten sie sich und beteten an. Bis dahin. Das ist der Text für heute. Also wie ich schon gesagt habe, sehen wir jetzt so eine leichte Struktur, denke ich, auch chronologisch, wie Mose sich, bevor er dann loszieht nach Ägypten, sich vorbereitet oder wie Gott ihn auch vorbereitet, mit ein paar Informationen ausstattet, ihm Dinge mitgibt. Und so möchte ich gar nicht viel rumschnacken, sondern einfach mal direkt anfangen mit dem ersten Punkt, womit sich oder was Mose macht als erstes, bevor er losziehen möchte und den Auftrag wahrnehmen möchte. Und das lesen wir in Vers 18 direkt. Und da sehen wir, dass Mose zu seinem Schwiegervater Jethro geht und Rücksprache hält. Das ist der erste Schritt, den er macht. Er geht zu seinem Schwiegervater und erzählt ihm erstmal sein Vorhaben. Was ist sein Vorhaben? Nach Ägypten zu gehen. Mit der Begründung, wie wir es in dem Text lesen, dass er nach seinen Brüdern schauen möchte und sehen möchte, ob sie noch am Leben sind. Was Mose macht, ist, er bittet quasi Jethro um Erlaubnis zu gehen. Er lässt sich oder lässt sein Vorhaben, segnet er ab nochmal von seinem Schwiegervater. Das ist der erste Schritt, den er macht. Und was ist Jethros Reaktion darauf? Die ist ganz kurz und knapp, indem er sagt, geh hin in Frieden. Damit genehmigt der Schwiegervater Jethro Moses Anliegen und segnet ihn. Spricht einen Segen aus. Ja, kannst du machen. Ich bin ruhig darüber, mach es. Und hier möchte ich direkt den Bogen mal zu uns spannen. Gerade auf unser christliches Leben mal reflektieren. Wie sieht es bei dir und mir aus? Muss ich mich fragen, fragte ich auch persönlich. Segnest du alle Vorhaben von dir ab, indem du Nummer eins darüber nachdenkst, ob es vielleicht so Gott gewollt ist? Und Nummer zwei, also denkst du selbst darüber nach, aber hältst auch nochmal Rücksprache mit vielleicht geistlichen Vorbildern? Leute, die dir auch nahestehen, die dich kennen, die aber Gottes Gedanken auch mit sich tragen, die wollen, dass du Gott mit den Entscheidungen ehrst. Lässt du das nochmal absegnen oder bockst du eher vor deinen Entscheidungen ja, deinen eigenen Kopf durch? Du sagst einfach, ach, Gott hat mir schon die Weisheit irgendwie die Wiege gelegt und ich marschiere los. Das heißt jetzt nicht, dass du vor jeder Entscheidung zu deinem Pastor laufen sollst und alles irgendwie kleinlich hinterfragen sollst. Darum geht es nicht. Es geht um gerade so tiefe Entscheidungen, die wirklich ja, zum Teil einfach auch mal Umschwung im Leben beinhalten. Auch ja, gerade auch das geistige Leben vielleicht beeinflussen und herausfordernd sind, wie Berufswahl, Partnerwahl und was es alles noch so gibt. Und so möchte ich dich und mich ermutigen, wirklich Rücksprache und Rat auch anzunehmen. In Sprüche 4, Vers 1 steht, ihr Söhne, gilt auch an die Töchter, gehorcht der Unterweisung des Vaters. Nimmt Rat an. Jetzt stehen Sprüche dann weiter und gebt Acht, damit ihr zu unterscheiden wisst. Also das heißt auch, prüft auch diesen Rat. Es soll jetzt nicht irgendwie etwas sein, was nicht Gott wohlgefällt, sondern es muss etwas sein natürlich, was auf Gott gerichtet ist, dieser Rat. Und so sagt Salomo auf diesen richtigen Rat,
In Sprüche 4, Vers 13 sagt er nämlich dann, halte fest an diesem Rat, halte fest an dieser Unterweisung, lasse sie niemals los. Bewahre sie, denn sie ist dein Leben. Nehme Rat ernst, sagt uns Salomo hier. Und Salomo schreibt das nicht aus Spaß, sondern er ringt darum. Es ist dein Leben, weiser Rat ist dein Leben. Es können deine Eltern sein, die dir Rat geben, Pastoren, Glaubensgeschwister, aber auch Freunde, welche mit Gott leben. Und vielleicht hast du auch schon Entscheidungen getroffen in deinem Leben, die nicht so gut waren, wo vielleicht auch ein Großteil abgeraten hat, aber du wolltest nicht davon loslassen. Und jetzt stehst du vorm Scherbenhaufen oder verharrst in etwas. Und vielleicht kenne ich persönlich auch immer, dann denkt man in diesen Momenten, wenn dann vielleicht jemand dir einen Rat gibt und sagt, hey, pass mal auf, überdenk das nochmal, der Typ, der gönnt mir das nicht. Aber wenn jemand dir einen weisen Rat gibt, Gott gewollt, dann musst du wissen, dass sein Herz nur liebend dahinter ist. Dass niemals ein richtiger Rat böse gemeint ist. Dieser Rat soll dich vor schlimmen Sachen bewahren. In Sprüche 27, 5 und 6 in den Versen steht, besser Zurechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Und Vers 6, treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Wahre Freunde und Menschen, die dich lieben, wollen mit Kritik nichts Böses, sondern wollen dir aus Liebe helfen, um Gott zu ehren. Und das tat Mose, bevor er diese Entscheidung machte, diesen Weg losging. Er hielt Rücksprache. Er segnete nochmal, er ließ es absegnen und ging erst mit diesem Segen los. Also steht jetzt für Mose von zu Hause aus nichts mehr im Weg, diese Reise anzutreten. Lass uns weiterschauen, was tut Mose noch in der Vorbereitung? Nachdem Jethro jetzt Mose gesegnet hat und eine Bestätigung aussprach, bestätigte Gott ihm auch noch einmal, dass der Pharao und alle seine Feinde, die ihn töten wollen und Böses von ihm wollten, tot sind, sodass der Weg jetzt, diesen Auftrag auszuführen, frei ist. Das lesen wir in Vers 19. Und dann nahm Mose seine Frau mit, seine Söhne, setzte sie auf den Esel und er selbst nahm noch seinen Stab mit in die Hand und marschierte dann Richtung Ägypten los. Und diesen Stab nahm er jetzt nicht nur dafür mit, dass er diese Wunderzeichen an Israel, also an das Volk zeigt, um sie zu überzeugen, sondern er nahm sie auch mit, das lesen wir in Vers 21, damit auch er mit diesem Stab die Wunderzeichen vor dem Pharao tun soll. Und jetzt müssen wir uns vielleicht mal das Bild vorstellen, diese kleine Familie reitet los oder marschiert los und wenn man sich das mal so sieht, vielleicht von außen her nicht so, wie sagt man, erhaben aus. Ein alter Mann, 80 Jahre alt, mit Rauschebart vielleicht, und mit Familie auf dem Esel reitend. Das sieht, glaube ich, nicht so aus von außen wie einer, der ein Mega-Volk aus einer Sklaverei befreien möchte. Doch was äußerlich vielleicht so klein und schwach aussieht, hat durch Gott gewaltige Kraft. Gott wird nämlich durch diesen alten Mann und seinem Stock in der Hand den Pharao auf die Knie zwingen. Das werden wir in den nächsten Malen immer wieder hören. Und vielleicht magst du dich auch persönlich schwach fühlen, und vielleicht auch die Frage stellen, wozu will mich denn Gott gebrauchen oder wozu kann mich denn Gott gebrauchen? Ich bin schwach, ich bin klein. Gott kann mich nicht gebrauchen. Aber dann denk mal drüber nach, wozu Gott dich nutzt. Gott hat dir auf dieser Welt einen Auftrag gegeben und damit eine Riesenautorität. Du hast nämlich die Verantwortung, Jesu Botschaft zu verkünden. Du bist der Botschafter von Jesus Christus, von Gott. Das ist eine Riesenverantwortung, ein Riesenvorrecht, was du mit dir trägst, dass du Gottes Botschaft, dass du quasi Jesus vermittelst auf dieser Welt. Gott, der Schöpfer der Welt, der nutzt dich, der gibt dir die Autorität, sein Wort weiterzugeben. Das ist der Wahnsinn. Und so lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus,
lasst euch versöhnen mit Gott. Ein unglaubliches Vorrecht, was wir haben. Wir vertreten den großen Gott, wer der du Christ bist. Und hierfür, für diesen Auftrag, für diese Aufgabe bekommen wir auch ganz praktisch von Gott Hilfe. Vielleicht fühlst du dich ausgelaugt und zu nichts imstande, fühlst dich manchmal mit dieser Aufgabe, die Gott dir auch gegeben hat, überfordert. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir auch großen Grund dazu, weil diese Aufgabe ist viel zu groß für uns, theoretisch. Aber Gott hat uns seine Kraft geschenkt durch seinen Heiligen Geist, indem er ihn ausgegossen hat. Das lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Er hat uns seine Kraft gegeben, die uns zu einem treuen und Gott wohlgefälligen Lebenswandel hilft. In 2. Petrus 1, Vers 3 steht, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was wir zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht brauchen. Gott hat uns seine Kraft gegeben, rein praktisch gesehen, sodass du für ihn leben kannst. Durch Gott, durch Gottes Kraft sind wir kleine Geschöpfe, wir kleine Persönlichkeiten plötzlich stark. Und so kann Paulus voller Zuversicht auch sagen, wie es in Philipper 4, Vers 13 steht, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Vorher bin ich nichts, aber dadurch, dass Gott mir die Kraft gibt, kann ich plötzlich alles. Also wenn du ungewiss und besorgt vielleicht in die Zukunft blickst, auch gerade auf Herausforderungen, die auch mit dem Glauben zu tun haben, dann kannst du beruhigt sein, dass Gott dir die Kraft gegeben hat, die du benötigst. Du hast sie schon, um mit deinem ganzen Leben ihn zu ehren. Gehen wir weiter im Text. Nachdem Gott schon zu Mose vor der Abreise gesprochen hatte, indem er sagte, halt, dass der Pharao gestorben ist und der Weg nun frei ist, spricht er nun in den Versen 21 bis 23 nochmal zu Mose. Und er gibt nochmal weitere Tatsachen mit, die der Auftrag mit sich bringt. Und Gott bereitet ihn einfach nochmal emotional, denke ich fast auch, auf diesen Auftrag vor. Und so lasst uns nochmal Vers 21 lesen, denn da steht, wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao alle die Wunder tust, die ich dir in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Als erstes, was jetzt Gott macht, ist, er bereitet Mose auf Widerstand vor. Gott sagt nicht zu Mose, dass es ein Spaziergang wird und dass er mal eben kurz nach Ägypten geht, zum Pharao sagt, hey, komm Volk, also lass mein Volk ziehen, und er sagt, okay, ja klar, geht mal. Sondern, was steht da? Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Es wird kein Spaziergang werden, Mose, es wird hart werden. Und es wird mit großer Ausdauer verbunden sein, der Pharao wird dein Volk nicht ziehen lassen. Und das werden wir auch sehen in den nächsten Kapiteln. Es wird ein mühseliger Kampf werden, ein Hin und Her. Und wie auch Mose von Gott mitbekommen hat, dass er definitiv auf Probleme stoßen wird, haben wir durch Jesus mitbekommen, dass auch wir als Christen, als seine Nachfolger, es nicht leicht haben werden. Die Bibel sagt nicht, dass wir, wenn wir, sobald wir an Jesus glauben, dass es uns gut geht. Die Bibel sagt nicht, dass sobald wir an Jesus glauben und nur richtig glauben müssen, dass wir keine Krankheit mehr haben. Und die Bibel sagt auch nicht, dass wir dann plötzlich Erfolg haben werden. Und die Bibel sagt, und das sagt Jesus persönlich in Johannes 16, 33, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Das ist das totale Gegenteil von Erfolg. Bedrängnis haben, ist nicht schön. Und diese Bedrängnis, die kann recht unterschiedlich aussehen. Es kann eine Krankheit sein. Es kann eine Sünde auch sein, die dich nicht in Ruhe lässt. Wo du versuchst, dich frei zu kämpfen, loszureißen, aber du kommst nicht los. Sie lullt dich ein. Es können auch Menschen sein, auf der Arbeit, gerade auch aufgrund des Glaubens, die dir wirklich böse entgegentreten, die dich beleidigen, die Druck ausüben.
Es kann vieles sein, was dich bedrängt hier in dieser Welt. Die Welt ist gerade für uns Christen aus unserer Sicht lauter Herausforderungen. Das liegt daran, weil wir Jesus nachfolgen, folgen wir nicht mehr der Welt, sondern wir kämpfen gegen an. Wir ziehen an einen anderen Strang. Und gerade zwischenmenschlich gibt es diese Probleme. Und der Grund dafür, den nennt halt Jesus in Johannes 15, Vers 18 fortfolgende. Da sagt er, wenn euch die Welt hasst, so wisst ihr, dass sie mich auch vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Das Grundprinzip ist erstmal, weil sie Jesus gehasst haben, den Herrn, werden sie auch seine Nachfolger hassen. Das ist das Grundprinzip. Das ist logisch. Der Herr, seine Nachfolger, wenn der nicht gemocht wird, sein Anhang auch nicht. Und jetzt begründet aber Jesus ist nochmal in Vers 24 von der Stelle, warum sie überhaupt Jesus gehasst haben. Und da sagt er, wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch den Vater. Was Jesus hier sagt ist, wäre ich nicht gekommen, hätte die Welt nicht erkannt, dass sie dreckig ist, dass sie sündig ist. Wäre ich nicht gekommen, dann hätten sie gar nicht erst erkannt, dann hätte ich gar nicht gezeigt, wie es richtig geht, wie der wahre Weg ist. Dann hätten sie alle so weitergemacht und hätten ja gar nicht gesehen, dass sie schlecht sind vor Gott. Aber weil sie gesehen haben, was die Wahrheit ist, nämlich, dass sie schlecht sind, deswegen hassen sie mich, weil sie nicht eingestehen wollen, dass sie schlecht sind. Sie haben quasi durch Jesus einen Spiegel vor sich gestellt bekommen und haben plötzlich gemerkt, wer sie wirklich sind. Und das konnten sie nicht ertragen. Das kann die Welt nicht ab. Denn was heißt es denn, wenn man sieht, wer man ist? Man muss sich etwas eingestehen. Und man muss dann auch sich eingestehen, dass man nicht vor Gott bestehen kann mit diesen ganzen Taten. Und man muss sich eingestehen, dass man aufhören muss mit diesem ganzen Quatsch. Dass man umkehren muss. Und das mag der Mensch nicht. Das mag die Welt nicht. Das hasst die Welt. Und deswegen hasst sie Gott und Jesus. Und deswegen hasst sie auch uns, weil wir als Nachfolger Jesu ihn doch widerspiegeln wollen. Es ist also nicht so, dass wenn man Jesus hat, alles klappt und auch Erfolg hat, sondern es ist genau umgekehrt ist, dass die Welt uns hasst. Das nennt Jesus, das spricht er hier so krass an. Und deswegen heißt es auch in Matthäus für uns Christen, in Matthäus 16, Vers 24, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wenn du Jesus nachfolgst, dann gibst du dich selbst auf, dann gibst du diese Welt auf, dann hasst dich die Welt. Jesus ist dieser Welt gestorben, weil er anders war. Das ist das Prinzip, was dahinter steht. Ein Christ lebt nach dem Motto, ich sterbe der Welt und Jesus lebt in mir. Das Ziel eines Christen ist, Jesus ist genug. Das wahre Ziel, das Optimum, was ein Mensch erreichen kann, was nur Freude und wahre Erfüllung bringen kann, ist Jesus Christus. Ihn zu haben, ihn als Ziel zu haben, voll für ihn zu leben. Das ist das Optimum, das ist das Beste, was dir passieren kann. Gott hat also Mose darauf vorbereitet, dass der Weg schwer sein wird. Aber hinter dieser Botschaft, dass es schwer sein wird, bringt er auch in diesen Versen 22 bis 23 eine starke Ermutigung mit. Und diese zwei starken Ermutigungen lesen wir, oder die erste davon, lesen wir auch nochmal in Vers 21. Denn da steht, ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Also er hat gerade eigentlich, ist da eine Frage gewesen, das passt mir eigentlich nicht so gut, denn das Herz des Pharaos wird verstockt werden. Aber dahinter steckt auch, ich aber will sein Herz verstocken. Gott sagt also zu Mose, der Pharao wird das Volk nicht ziehen lassen.
aber nicht, weil er es will. Beziehungsweise, weil er so unberechenbar ist und macht, was er will. Und er ist wie so ein Tyrann, der da einfach rumherrscht und du hast eh keine Chance. Sondern, nee, Mose, der Pharao wird das Volk nicht ziehen lassen, weil ich es will. Ich werde sein Herz verstocken. Sei getrost, es muss so kommen, Mose. Ich will es. Ich habe einen Plan mit dem Pharao und auch mit Ägypten. Und das müsste doch Mose, oder das musste doch Mose, glaube ich, in dem Moment auch eine brutale Ruhe in seinem Herzen gegeben haben, dass er weiß, okay, es kommen zwar Probleme, aber diese Probleme sind in Gottes Hand. Er lenkt alles. Gott ist am Ende der Urheber, der beteiligt ist und die Fäden, ja, lenkt. Und das darfst du auch wissen in deinem Leben. Gott hat deinen Weg der Nachfolge voll in seiner Hand. Du bist sicher und geborgen in ihm. Gott weiß schon alles, bevor du es weißt. Er hat alles so bestimmt, wie es sein soll. Im Psalm 139, Vers 16, da sagt David: Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Oder Matthäus 10, 29 und 30, da steht, dass kein Spatz vom Himmel fällt ohne den Willen des Vaters. Oder in Sprüche 21, Vers 1, da lesen wir davon, dass Gott die Herzen der Regierenden wie Wasserbäche lenkt. Gott ist also souverän und hat alles in der Hand. Und häufig verstehen wir vielleicht dann auch Gottes Plan nicht. Wir denken dann, oder kommen gerne vielleicht in den Trott dann auch rein und sagen, wozu willst du jetzt meine Situation nutzen? Was bringt mir das? Was bringt jetzt meine Not? Das macht keinen Sinn für mich. Ich habe doch Schmerzen, ich habe doch Leid. Was bringt das für mich? Und das hat Mose sich auch gedacht. Er muss sich doch gefragt haben, hey, was bringt das, Gott? Wieso verstockst du das Herz des Pharaos? Mach's doch gleich einfach glatt. Ich marschiere rein, hol die Leute da wieder raus und gut ist. Häufig verstehen wir vielleicht Gottes Wege nicht. Aber dann darf uns Jesaja 55, Verse 8 und 9 dabei helfen. Nämlich da steht, oder sagt Gott persönlich, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wo wir nichts mehr verstehen, wo wir nicht mehr hinterherkommen und sagen, okay, das ist mir zu hoch, ich verstehe jetzt die Lage nicht mehr. Was sollen diese Umstände? Darfst du getrost wissen, dürfen wir getrost wissen, dass Gott einen höheren, für uns vielleicht nicht verständlichen Weg hat und Gedanken hat. Und dann darfst du aber auch wissen, mit diesen Gedanken, die er über dich hat und diesen Weg, den er für dich hat, dass es nicht irgendwie ein Weg ist, wo er dich einfach frei drauf loslässt und du weißt nicht, was auf dich zukommt, weil du und denkst, es kann dir sonst was widerfahren, sondern du darfst wissen, dass diese Gedanken, die viel, viel höher sind, keine bösen Gedanken über dich sind. Sondern diese Gedanken, die Gott, die so viel, viel höher sind und nicht greifbar für dich sind, das sind Gedanken des Friedens. In Jeremia 29, Vers 11 steht, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Es sind Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Wenn du dich in einer Situation fragst, wie etwas enden soll, wie das enden soll, darfst du wissen, Gott hat alles in der Hand. Vielleicht verstehst du es nicht, aber du weißt, dass dieser Weg für dich das Beste ist und das ist ein friedliches Ende für dich haben wird. Und ein zweiter Punkt soll Mose auch mit dieser Bedrängnis ermutigen. Und das lesen wir in den Versen 22 und 23. Und da steht, und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Was Gott jetzt hier macht, das ist ein
Eigentlich ist der Hammer, was er hier macht und was er Mose eigentlich ja für eine Ermutigung zuspricht, ist nämlich, dass Gott Israel als seinen erstgeborenen Sohn betitelt und seine Fürsorge, von der wir auch gerade gehört haben, für sein Volk einfach nochmal unterstreicht. Damals war das so, dass der erstgeborene Sohn einen heiligen Status hatte. Es war so, dass der wurde privilegiert, der war der Hero quasi für die Familien. On the top, das war immer der erstgeborene Sohn, das war sein Stand für eine Familie. Und was Gott jetzt macht, und so war auch der Pharao in seinem Herzen, sein erstgeborener Sohn, der ist der Hammer für ihn. Der ist heilig für den Pharao gewesen. Und was Gott jetzt zu Mose sagt in diesem Punkt ist, pass mal auf, Pharao, das Volk, was du gerade versklavst, auspeitscht und fertig machst, ist mein erstgeborener Sohn. Dein erstgeborener Sohn ist heilig. Mein erstgeborener Sohn ist mir heilig. Und weißt du, was du mit meinem erstgeborenen Sohn machst? Du unterdrückst es. Du unterdrückst ihn. Das Problem ist, Pharao, ich bin nicht irgendjemand, sondern ich bin der Ich Bin. Du hast ein Problem. Denn wenn du mein Volk nicht befreit, wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, dann werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Gott identifiziert sich so sehr mit seinem Volk hier. Das ist wirklich ein Wahnsinn eigentlich, was er da macht. Und jetzt will ich auch den Bogen wieder zu uns spannen. Was nämlich noch viel, viel größer auch an der ganzen Sache ist, ist, dass sich auch Gott mit dir so sehr identifiziert. Auch er wird persönlich bei dir. Auch er hat dich befreit, der du an Jesus glaubst, nämlich du darfst dich auch sein Kind nennen, seinen Sohn nennen, nämlich er gab seinen Sohn für dich hin. Und dieser war nämlich nicht ein Volk irgendwie, was ja wirklich menschlich war oder so, sondern dieser Sohn war wirklich Gottes Sohn. In Matthäus 3, Vers 17, da stellt Gott der Vater Jesus nach der Taufe vor, indem er sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus war wirklich Gottes Sohn. Und dieser einzige Sohn von Gott, der war wirklich heilig. Und diesen heiligen Sohn, den hat er, das war auch nicht nur irgendein Sohn, sondern der war auch sein geliebter Sohn, an dem er wohlgefallen hatte. Er hat ihn so lieb gehabt. Und er hat ihn so lieb. Und diesen geliebten Sohn hat Gott für dich und für mich hingegeben. Diesen geliebten Sohn hat Gott losgelassen, damit du und ich, wir mickrigen Menschen, uns Sohn nennen dürfen. Was haben wir dann gemacht? Wir haben nichts anderes dazu beigetragen, als Gott bespuckt, haben uns von ihm abgekehrt, haben unser eigenes Ding gemacht. Und Gott kommt in seiner Liebe und sagt, ich gebe meinen geliebten Sohn für dich hin, damit ich dich, kleines, dreckiges Etwas, retten kann, damit du auch mein Kind wirst. Das ist unverdient, aber das ist Gnade und so ist unser Gott. Jesus gab seine Sohnschaft für dich auf. In Römer 8, Vers 15 steht, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Also so gilt auch für uns, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihn als unseren Herrn und Erlöser angenommen haben, dass wir in Stürmen ruhig sein dürfen, weil wir wissen, Gott ist unser Vater. Er sorgt für dich und für mich. Er ist mit dir. Du brauchst dich nicht auch vor seinem Gericht zu fürchten mehr, weil der Sohn hat die Strafe schon getragen. Und so gilt Zephania 3, Vers 17 für dich auch, wenn du an Jesus glaubst. Denn da steht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen
und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Und wenn du den Sohn, der für dich gestorben ist, noch nicht kennst, dann möchte ich dich heute Abend auch einladen, dass du heute zum ersten Mal zu ihm kommst. Dass du ihm dein Leben gibst, sodass du auch dieses Privileg empfangen nehmen darfst, dass du Gott als Vater hast, der für dich sorgt, der souverän über dein Leben herrscht. Und du gehörst ihm an, er hat Gedanken des Friedens über dich. Gehen wir nochmal weiter an den Text. Mose reiste dann weiter nach Ägypten und dann lesen wir von einer interessanten Geschichte dann noch in den Versen 24 bis 26. Ich würde es vielleicht nochmal vorlesen. Da steht, es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zipporah, also seine Frau, einen scharfen Stein und beschnitt ihren Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach, fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Sie sagte aber, Blutbräutigam, wegen der Beschneidung willen. Also was wir jetzt hier, ich fasse nochmal kurz zusammen, was da gerade passiert ist. Mose ist unterwegs und in der Herberge kommt plötzlich Gott über Mose und Mose geht schlecht. Dem geht es so elend, dass er fast stirbt. Und in dieser Not kommt dann die Frau Zipporah auf die Idee, mit dem Stein dann zum Sohn zu gehen und mal kurz den zu beschneiden. Und danach lässt Gott, also wird Mose wieder gesund, es geht ihm wieder gut. Was wir hieran sehen, ist, dass Gott mit Mose mit dem Leben droht, weil Mose ungehorsam war. Denn Gott hat in seinem Volk in 1. Mose 17, Vers 10 bis 14 geboten, sich beschneiden zu lassen. Und das galt nämlich als Bundeszeichen zwischen Gott und seinem Volk. Und Mose wusste davon. Nur Mose hat es nicht gemacht mit seinem Sohn. Und daraus resultierte dann diese Not. Mose war also nicht in allen Bereichen seines Lebens Gott gehorsam gewesen. Obwohl er sogar von diesem Vorgang wusste. Und das war gerade auch bei Mose doch so ein wichtiges Amt, wenn wir uns mal, also, oder dieser Vorgang so wichtig, dass er das macht, weil wenn wir uns vorstellen, was er für eine Aufgabe hatte, er war der das Volk Israel aus der Sklaverei führen sollte. Er sollte dem Volk vorstehen, aber er geht nicht dieser Regel nach. Aber auch so für diesen Auftrag im Allgemeinen. Es ist doch wichtig, dass er ohne Abstriche voll und ganz Gott gehorsam ist. Lass mich vielleicht kurz einfließen. In Galater 5, Vers 6 steht, also, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Also wir müssen uns jetzt nicht beschneiden lassen, wollte ich damit sagen. Also es ist nicht, dass jetzt jemand auf Ideen kommt hier. Aber was uns diese Stelle gerade sagen sollte, ist, dass wir uns fragen sollten, wie wir leben. Hast du vielleicht eine Sünde, die dir bewusst ist im Leben? Wie Mose, der wusste, dass da eigentlich was nicht ganz rund läuft bei ihm. Aber du machst trotzdem weiter. Du weißt ganz genau, dass diese Sache vor Gott nicht richtig ist, aber du lässt nicht von dieser Sünde ab. Es besteht vielleicht sogar noch nicht mal ein Kampf zu dieser Sünde, sondern du gibst dich einfach total hin. Bist weiter ungehorsam, weißt darum, aber alles andere, ja, da gebe ich Gott ja eigentlich einen Teil von mir und ich folge ihm ja nach, aber da, nee, diesen einen Bereich, da möchte ich ihn nicht ranlassen. Du liebäugelst förmlich mit der Sünde. Aber diese Verse ermahnen uns, konsequent in allem zu sein, nicht nur halbherzig Gottes Weisung zu befolgen, sondern voll und ganz straight zu sein, das ganze Herz Gott zu offenbaren, hinzulegen, voll nachzufolgen und nicht mit der Sünde zu spielen. Wir wollen uns doch von der Welt unterscheiden, weil wir auch Gott gehören. In 2. Korinther 6, Vers 14 steht, zieht nicht am fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Es macht keinen Sinn, es ist konträr zueinander. Wenn du weiter in der Sünde verharrst und nicht im Kampf dazu stehst, wer ist dein Herr? Sei straight, du hast von Gott den Auftrag bekommen,
ihm zu folgen. Mach keine halben Sachen, mach keinen Spagat. Folge ihm voll nach. Und zusätzlich dazu dürfen wir wissen, Gott lässt sich auch nicht spotten. Mit einem Lebensstil, wo wir konsequent oder bewusst sogar weiter eine Sünde vollziehen, verspotten wir Gott damit. Ich glaube, in der Predigt von dir war das mal so, da hast du gesagt, damit treten wir den Kreuzestod Jesu mit den Füßen. Dafür, dass er sich für uns hingegeben hat, was machen wir damit? Wir treten danach, spucken, bespucken das Opfer Jesu. Aber das lässt sich auch nicht gefallen. In Galater 6, 7, 8 steht, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sieht, das wird er ernten. Denn wer auf sein Fleisch sieht, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sieht, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Kehre um, gib Gott dein ganzes Leben hin, nicht nur Bereiche. Jetzt kommen wir zum Ende und ich möchte noch einmal einen Punkt weiter noch sagen, was auch zur Vorbereitung Moses gehörte. Wir lesen in den folgenden Versen dann nämlich davon, dass Gott zu Aaron gekommen ist und ihm sagte, hey, geh mal zu Mose, geh mal Mose entgegen. Und das machte dann Aaron auch. Und Mose gab ihm dann oder gab dann Aaron alles mit, was er von Gott bekommen hatte. Alle Zeichen, den Auftrag, den er von Gott bekommen hat, nämlich das Volk zu befreien. Das sagte alles Aaron. Und so gingen dann diese beiden, Aaron und Mose, zusammen zum Volk, sammelten dann die Ältesten zusammen vom Volk und zeigten ihn. Und Aaron sprach dann, sagte, was Gottes Auftrag war und sie taten noch die Zeichen, die Gott auch Mose befohlen hatte. Und diese beiden, Aaron und Mose, die dienten dann zusammen im Duo 40 Jahre und machten so eine Kombo zusammen. Klar, Mose führte Israel aus Ägypten raus, aber Aaron half ihm. Und das ist ein Prinzip aus der Bibel, was wir allgemein immer wieder an Stellen auch sehen, nämlich, dass für den Dienst Gottes immer zwei besser sind als einer alleine. Wie es in Prediger 4, Vers 9 steht. Oder in Markus 6, Vers 7 sehen wir, dass Jesus jeweils zwei Jünger immer aussendet. Wie ich heute erwähnt habe, ist es nicht leicht, als Christ in der Welt hier alleine rumzulaufen. Deswegen sollten wir auch diesen Weg alleine nicht gehen, sondern wir sollten Gemeinschaft suchen. Gott hat uns eine Gemeinde geschenkt, dass wir zusammenhalten, dass wir uns ermutigen. In Apostelgeschichte 2, 42 fortfolgende, da steht, sie waren täglich einmütig zusammen. Also Apostel, die Gemeinde. Paulus schreibt nicht umsonst in Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Alleine kommst du nicht weit. Deswegen möchte ich uns auch ermutigen heute, dass wir die Hauskreise wahrnehmen, dass wir zusammenhalten, dass wir zu den Gottesdiensten gehen. Denn alleine zu Hause, da kann man ganz schnell alleine auch einlullen. Viel besser ist es, einen Austausch zu haben, sich einander zu ermutigen, auf Jesus hinzudeuten, immer wieder zu ermahnen. Und so kommen wir zum letzten Punkt. Lobpreisteam kann nach vorne. Und das lesen wir nämlich in Vers 31. Nämlich, das Volk glaubte den Zeichen von Aaron und von Mose. Und insofern glaubten sie nämlich dann auch, dass Gott Mose geschickt hat, um sie zu befreien. Ich lese nochmal. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen habe, dann neigten sie sich und beteten an. Was sie dazu veranlasste, nämlich dann, als sie diese Botschaft hörte, dass Gott sich erbarmt hat, löste in den Herzen der Kinder Israels etwas aus, nämlich Dank, Anbetung. Und ich denke, das sollten wir jetzt nämlich auch gemeinsam tun. Jesus hat uns von unserem größten Elend befreit. Wir waren auch versklavt in der Sünde und Jesus kam, hat sein Leben gegeben für uns, damit wir frei sind. Und das sollte in uns eine Riesendankbarkeit auch auslösen, eine Freude auslösen
wo wir mit voller Freude ihn auch anbeten wollen, in unserem Alltag, aber auch jetzt heute. Und deswegen lasst uns aufstehen zusammen und Jesus anbeten, zu ihm kommen, ihn danken, uns reflektieren. Ja, lasst uns das tun. Amen.